Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Baschi Maldini ist bei mir vor dem Spiel am Freitag gegen Erzgebirge Aue. Baschi, erstmal so ein paar allgemeine Fragen. Ich habe mal geguckt, du bist bis 2016 zum VfL gekommen und bist mit Marc Haider aktuell der dienstälteste Profi beim VfL. Kannst du mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten 4 Jahre, was Osnabrück so für dich geworden ist? Ja, also ich glaube, 2016, als ich hier hingekommen bin, hatte ich deutliche Anfangsschwierigkeiten hier, muss man ja so sagen, aus sportlicher Sicht. Alles andere, muss ich sagen, hat eigentlich von Anfang an gut gepasst. Also ich habe mich echt auf Anhieb hier sehr wohl gefühlt. Vielleicht auch dem geschuldet, dass es so nah an der Heimat auch war und ist. Ja, und deswegen, also der Start war schon etwas schwierig dann auch, weil ich glaube, das war auch der Grund, warum ich hingekommen bin. Also war ja auch sportlich. Ja, man muss dann auch im Nachhinein sagen, dass sich das dann so entwickelt hat, hätte man halt auch nie für möglich gehalten. Man ist natürlich dann als junger Spieler dann hier hingekommen, klar, mit dem Gedanken, kann man vielleicht mit so einem Verein aufsteigen in die zweite Liga und so einen Weg vielleicht gehen. Und ja, dass es dann realisierbar ist, ist natürlich ja irgendwie so ein kleiner Traum, der vielleicht in Erfüllung gegangen ist. Und dann hatten wir 2017, wo der Trainerwechsel dann stattgefunden hat, ein sehr schwieriges Jahr, wo wir dann auch echt lange um die Klasse dann gekämpft haben in der dritten Liga, wo man auch Dinge dann erlebt hat hier, die sich entwickelt haben, die vielleicht dann nicht so schön waren, oder die vielleicht zu den Schattenseiten irgendwie im Fußball gehören. Ja, und darauf folgte dann natürlich etwas, was keiner erwartet hat irgendwie, ne? Mit dem Aufstieg aus der dritten Liga so früh klar gemacht und so deutlich, war es eigentlich irgendwie ein Märchen. So, ne? Das hätte keiner geglaubt nach der Saison, hätte keiner für möglich gehalten, dass wir das dann mit Bravour leisten, sag ich mal. Und jetzt sind wir hier in der zweiten Liga und meiner Meinung nach aus den Möglichkeiten, die wir haben, stehen wir sehr gut da, geben unser Bestes und ein bisschen was haben wir ja noch vor die Saison. Okay, wie sieht es privat aus? Also fühlst du dich jetzt hier mittlerweile auch schon heimisch? Also man sieht ja auch im Umfeld und gerade auch im Umfeld der Mannschaft, habt ihr ja schon fast freundschaftliche Kontakte, das sind nicht nur Kollegen. Kannst du das mal so erklären? Ja, also das ist ja ganz normal. Also wenn man so eine lange Zeit hier ist, das ist jetzt meine 4. Saison hier, dass man dann Freundschaften auch außerhalb des Fußballs schließt, ist ganz klar. Und das war von Beginn an aber hier irgendwie so, dass die Menschen hier sehr, sehr offen waren und mittlerweile auch wirklich sehr ans Herz gewachsen sind. Dein Vertrag läuft ja im Sommer aus, wenn wir jetzt mal da konkret werden. Würdest du sagen, der VfL ist dein erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, wo du ab Sommer spielst? Ja, also ich kann einfach nur betonen, dass ich mich hier schon sehr, sehr wohl fühle. Ich glaube, Priorität hat jetzt einfach in der aktuellen Situation, dass wir so schnell wie möglich Klarheit und Sicherheit für den Verein irgendwie haben. Dafür werde ich meinen Beitrag leisten, mein Bestes geben mit meinen Mannschaftskollegen zusammen und dann kann der Verein planen und dann wird man sehen, was die Zukunft anbringt. Ne? Und da wird halt im Anschluss darauf dann auch bestimmt Klarheit auch über meine Personalie dann da sein. Aber du hast mit Sicherheit Blut geleckt, ist jetzt deine erste Zweitligasaison und zwar keine schlechte. Von 17 Einsätzen hast du 15 Mal in der Startelf gestanden, hast 2 Tore geschossen, 1 vorbereitet. Man könnte meinen, du machst das schon länger in der zweiten Liga. Ja, also ich muss sagen, am Anfang habe ich schon ein bisschen gebraucht, um mich vielleicht auch anzupassen. Ich glaube aber, dass ich das relativ schnell gemacht habe, relativ schnell mich an das Niveau, an das Tempo angepasst habe und finde die Liga sehr, sehr ansprechend und glaube auch, dass ich
auch nochmal einen Sprung gemacht habe. Ist das ein Grund? Also, wann würdest du jetzt sagen, wenn der VfL absteigen sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, du willst in der zweiten Liga bleiben, dass man sich dahin orientiert? Das kann ich jetzt noch gar nicht so genau beantworten, aber ist klar, dass man immer nach dem Größten irgendwie strebt und am besten wäre, wenn das, was Sie gesagt haben, nicht passiert und der Verein bleibt in der zweiten Liga. Um den Verein passiert jetzt ja auch eine Menge. Trainingsbedingungen werden neue geschaffen. Stadionpläne gibt es, also es muss es geben, entweder ein Umbau oder ein Neubau. Welche Rolle spielt das für dich? Also wie sind die Trainingsbedingungen sind und in welchem Stadion du spielst? Definitiv eine sehr große, also muss ich ehrlicherweise sagen. Im Moment sind es echt schwierige Bedingungen für uns. Es ist so, dass wir an der Illushöhe beheimatet sind und ja, dann auch irgendwo angewiesen sind auf den Zustand der Plätze und dürfen wir da drauf, dürfen wir da nicht drauf. Dann müssen wir mal ausweichen auf Kunstrasen. Das wird vielleicht, wenn es bald ein Trainingszentrum geben sollte, vielleicht ähnlich sein, aber ich glaube, dann könnte man das nochmal anders, anders bearbeiten oder so. Und ich weiß es aber nicht genau. Aber um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, also spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja. Auch das Stadion, wie fühlst du dich hier an der Bremer Brücke? Ich kenne nur die Bremer Brücke. Also ich bin hingekommen und finde, das Stadion hat auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ich will mir das nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich glaube, es gibt mehrere Szenarien, was ich da mitbekommen habe. Für mich gehört schon die Bremer Brücke irgendwie dazu zum Verein. Ich weiß nicht, wie es werden würde, wenn es irgendwie was anderes geben sollte. Du hast ja vorher in Bielefeld früher gespielt, in Groß-Asbach hast du gespielt. Ist die Bremer Brücke auch schon so ein Stadion, wo du, sag ich mal, die meisten und besten Gefühle mit verbindest? Also auch das, was du vielleicht so stimmungsmäßig das beste Erfahrung gemacht hast? Absolut, ja. Also Groß-Asbach brauchen wir gar nicht drüber reden. Also da das kommt denen ja gar nicht nahe. Bielefeld ist vielleicht noch mal eine Nummer. Aber muss man halt dazu sagen, dass ich da keine große Rolle hatte als Spieler. Ich habe hier in Osnabrück enorm viel erlebt und enorm viel dann auch beigetragen, auch einfach. Und das ist dann klar, dass dann dieses Gefühl, einfach was geschafft zu haben, dann auch einfach einen anderen Stellenwert hat. Deswegen ist das für mich natürlich das positive, ja, wie sagt man? Also beste Erlebnis Beste oder Erlebnis, ja, sagen wir mal so. okay. Super, alles klar. Danke dir, Baschki. Gerne.